Agogo. Ari zeigt auch heute wieder schöne, bemerkenswerte, verstörende Bilder aus dem Archiv. Heute mit Spezialgast Matteo Kempf. Direkt aus dem Stadtmuseum Aarau, mitten hinein in dein Herz. Und hier ist er. Please welcome Simon Ari. Dankeschön, merci. Voilà, das ist Foto Agogo, 5e Edition. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Es hat ja hier, wie ihr wisst, 7 Millionen Bilder und die zeige ich euch, und zwar jetzt. Es ist ja so, dass man früher im Büro sehr viel Material hat gebraucht, viel mehr als zum Beispiel heute. Dafür braucht man heute mehr Personal, mindestens 3 Menschen. Das ist nicht das Foto Agogo Studio, das ist noch immer. Das ist eine Aussage, die schlicht unwahr ist. Wir sind in Melchtal, Kanton Obwalden. Im Jahr 1988 hat die Eidgenossenschaft dort ein Zentrum für 500 Asylbewerber einrichten. Die 400 Einwohnerinnen und Einwohner dieser Gemeinde haben das grösste Teil nicht gut gefunden. Sie hatten Angst um die Sicherheit von Frau und Kind. Schlussendlich sind 150 Asylsuchende untergebracht worden, vorwiegend Kurden. Hier sehen wir Kurden im Melchtal und hier sehen wir Kurden zusammen mit Einheimischen. Hier sehen wir etwas ganz anderes. Das ist der Schweizer Chemiker Richard Ernst in Stockholm. Er hat gerade den Nobelpreis bekommen und freut sich in seinem Hotelzimmer offensichtlich sehr darüber. Man kann ja auch verschiedene Sachen zeigen, zum Beispiel auf Mitmenschen. Das macht man zwar nicht, aber Nena macht es hier. Man kann auch, wenn man will, auf einen Stamm von einer kranken, gefällten Tanne zeigen, so wie sie der Förster macht. Oder warum nicht auf ein leerstehendes Haus, wo man beim Spielen drin 46'000 Franken hat gefunden. Man kann auf ein Einschussloch im Auto zeigen nach der Verfolgungsjagd, so wie es hier die schwangere Frau macht. Sie hat im Kanton Luzern einen Posträuber in flagranti verwutscht und auf eigene Faust die Verfolgung aufgenommen. Ihr Mann hat nachher das Vorgehen überhaupt nicht gut geheissen, aber ja, so war sie nun mal. Das hat mir kürzlich das Kind in ihrem Bauch am Telefon gesagt. Achtet bitte genau auf die Autonummern. Das Kind in ihrem Bauch ist jetzt in einer Chefetage von einem mittelgrossen Schweizer Unternehmen tätig und erfahrt die Nummern immer noch. Die Nummern, die an diesem Auto gehangen sind, die drin ist gesessen, wo auf ihn ist geschossen wurde. Weiter geht es mit der Zeigerei. Man kann auf sein Geburtshaus zeigen. Das macht hier der ehemalige Radrennprofi Ferdi Kübler in Marthalen, Kanton Zürich. Oder hey, warum nicht auf einen Dorfbrunnen? Hier Ferdi in Aktion. Hier nicht mehr. Aber Autogramm geben, das geht natürlich immer. Hier 1973, es ist nicht Las Vegas oder Santo Domingo, it's Thun, baby. Und von dort kommt nicht nur euer Foto-Agogo-Moderator des Vertrauens, sondern unser heutiger Gast. So sieht er aus. Also, so hat er dann auf dem Kiwiplatz ausgesehen. Er macht Kunst, und zwar so ziemlich alles, außer Bilder malen und tanzen. Wir kennen ihn als Herr Schneuli aus dem Fernsehen. Er schreibt Bücher, Theaterstücke, dreht Filme, ist Sänger von einer sehr guten Band, Trumpeteer of Love, und ist außerdem easy googable. Es handelt sich um keinen geringeren als The Matteo Kempf. Hier ist er. Willkommen. Hier ist Matteo. Hallo, Simon. Du, wie hast du es mit so Kilby? Plätze und so. Ich habe es sehr gerne, aber mir wird es sehr schlecht. Albert. Mir auch. Und es wird zunehmend schlimmer im Alter, habe ich herausgefunden. Aber rein die Atmosphäre finde ich sehr gut. Hey, du bist ja erwiesenermaßen Mitglied von der Sozialdemokratischen Partei von der Schweiz. Mich nimmt es wunder, ob du deine Bundesräte kannst erkennen anhand von ihren Büros. Welche gehören zur SP? Oh, da muss ich jetzt wirklich... Also ich würde sagen, unten links, jetzt rein vor Kunst. Ja, das ist ein Volltreffer. Sonst so? So unten Mitte fände ich auch noch sozialdemokratisch möglich. Sehr schmal gehalten ins Büchgestell. Also komm, wir schauen sie mal ein zu. Gib mal Tipps ab, da der Erste. Den kenne ich natürlich, weil das ist Delamira, das ist FDP. Das ist zwar nicht der Delamiro, aber es ist FDP. Von dem her, die Aufgabe ist einfach das Büro anschauen. Aber okay. CVP, würde ich sagen. Du enttäuschst mich ein bisschen. Das ist doch sicher ein grosser Star für dich, der Willy Richard, oder? Das ist ein grosser Star, ja. Grosser Wanderer.
Aha, heisst es Gott. Na komm, wir schauen. Ich weiß nicht, den Zusammenhang zwischen Bundesratszimmer und Partei, das müssen wir noch ein bisschen untersuchen. Aber da ist natürlich Volltreffer. Und schon, ja, ist gut mit der Kunst. Pierre Robert. Da könntest du, das ist der Volltreffer. Ja, aber genau, da siehst du jetzt den Mönch schon. Ja. Und dann haben wir noch den. Ah, das ist irgendwie SVP, würde ich sagen. Warum? Es ist so leicht, fast schon wie die Blumen geboren. Na, so da? Ja, das lässt natürlich auch noch. Ja, der Knägi da. Das ist der Knägi persönlich. Was verbindet dich denn mit dem Knägi? Das ist ein Ding, das ich ihm benannt. Das ein Henry, oder? Das Knägi. Die faschistischen Blumen nehme ich in diesem Fall zurück. Aus innerkantonaler Solidarität. Okay, sehr schön. Hey, und ich meine, wenn Bundesräte, wenn Politiker, Politikerinnen arbeiten, dann stellt man sich ja etwa so vor, die hocken einfach am Pult, man sieht eigentlich gar nicht, was sie machen. Was ich sehr gerne habe, ist, wenn man Politikerinnen und Politiker sieht, etwas machen. Und das schaue ich mir jetzt an, ich muss mal heute die Welt erklären. Du kannst mithelfen, ist gut. Mhm. Das finde ich ein schönes Bild, das eine Politikerin der Schreibtisch hat verlassen. Das ist die Zürcher Stadträtin Regula Pestalozzi. Adrette im Deux-Pièces gekleidet zeigt sie, wie Altglasentsorgung eigentlich so funktioniert. Hier backen Bundesrat Zöpf. Die darunter liegende Message an das Volk ist klar, oder? Wenn es hart auf hart geht, müsst ihr keine Angst haben. Wir können euch ernähren. Du kennst die wahrscheinlich, oder? Links ist der Kohler, oder? Nachher ist der Ober Gotti. Rechts weiß ich nicht. Hing ein Hochlehrling. Nein, hing ist der Oggi. Oggi, hing oben. Ja, genau. Und so öffentlichkeitswirksames Zopflechten geht gut an einem Bundesratsreisli. Eines von meinen Lieblingsthemen. Bundesratsreisli, hier sind wir auch so auf einem Reisli. Wir beachten, wie schön sie farblich aufeinander abgestimmt sind. Wir sind hier in Hundwil, Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Es regnet und wir haben hier auch unsere erste Bundesrätin, Elisabeth Kopp. Hier ist sie allein, sehr allein, immerhin mit Blumen. Das ist nach ihrer vorzeitigen Abwahl 1989. Sie ist doch nicht abgewählt worden, sondern einfach unter Druck gedrückt. Sie hat ihrem Mann so Infos gesteckt. Hans-Weg Kopp, da gibt es ja noch die Fudi. Die berühmte Fudi-Tatsch-Affäre. Wie geht die berühmte Fudi-Tatsch-Affäre? Ja, das ist einfach irgendwie so seine Sekretärin, so irgendwie scheinbar so Hang zum Fudi-Tatsch Kurz darauf ab, ihre Nachfolger, Kaspar Villiger, hier in Moskau. Wunderschön, wie sie da dem Flüger zuschauen. Gesungen wird auch noch. Und hier haben wir die Parteikollege. Der ist in Nigeria. Er studiert Kartografiermaschine. Seine Frau, Annelies, war in dieser Zeit lieber in Burkina Faso und hat dort die Leute angeschaut. Der Ober in Kamerun vermisst Annelies offenbar sehr. Und an der Elfenbeinküste nachher ist er im Kopf bereits schon wieder daheim. Ja, Matto, jahrelanger Blickleser. Wie gut kennst du dich aus mit Promis? Hey, warte, du musst gar nichts sagen. Wir finden es einfach raus. Wir spielen nämlich Spiele, wo du musst Promis erkennen. Das gehört in dir und liegt da hier. Ich habe für dich ganz speziell ein schönes Spiel erfunden. Das heisst 2-4 Sekunden Promis. Es gibt ja Leute, wo man nach 2 Sekunden einfach den Namen weiss. Es ist sehr einfach. Du musst einfach sagen, wer ist auf dem Bild zu sehen. Alfred Hitchcock. Mohammed Ali. Scott Schawinski. Nein, wie heißt der? Malo Lyond. Und noch der Sepp Drütsch wär's quasi. Alfred Hitchcock, das ist ein Punkt. Sehr richtig auch. Ah, okay. SP. SP-Präsident. Shame on you, Genosse. Oh, Jimmy Cliff. Genau, aber Schawinski, hast du gesagt, gell? Ja. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Das ist Held meiner Jugend. Sehr schlecht, aber ja.
Und da bist du also gut. Gut, es geht weiter mit 4 Sekunden Promis. Ursula Koch. Peter Bechsel. Dennis Spielmann. Buchsberger. Ah, da der Sen, nein, wie, der Sponsor, nein, nicht Sen, der Fußballsponsor, Garten Spross, ja. Spross. Garten Spross, Sen, Sen Garten. Ja. Das ist schön. Ursula Koch, natürlich. Peter Bichsel, der nebenan, könntest du vielleicht auch noch kennen. Hörst du mich? Nein. Ah. Ja. Aha, du hörst mich, aber du weißt nicht, wer es ist. Ja. Redenschreiber von Richard. Oder? Ist der Bichsel, glaube ich. Ja. Genau, aber er ist der Rolf Richard, der Sohn. Hier haben wir leider einen Nieten gehabt, das ist der James Schwarzenbach. Nationalrat, nationale Aktion. Da haben wir einen Treffer. Eiskunstläuferin Doris Spielmann, hier mit ihrem Freund Colin Dawson in Paris. Die haben auch dort in einem Wohnwagen gewohnt. Das ist der Manny Weber. Den hast du schon erlebt? Ja, absolut. Und da haben wir den Adel Abdel Latif, dritter Mister Schweiz, 1996. Kickbox-Weltmeister und Facharzt für Radiologie. Ja. Oh, Sam, das habe ich gesagt. Ja, du bist... FZZ ist nach. Gell? Ja, aber irgendwie hat man schon gemerkt, dass irgendwie, weißt du, es schon eine Art. So ein ja, ich würde sagen, die Hälfte hast du etwas. Mit eifrigem Studium von der Rimier-Medien kannst du das noch aufholen. Okay, ja. Ich lobe Besserung. Ja, ist gut. Hey, wir haben noch hier die Rubrik, die von hier kommt. Du musst schauen. Du hast mich ja auf das Bild aufmerksam gemacht. Was sehen wir da? Wir sehen da eine Zirkus-Knie-Situation. Es sieht auch noch lustig aus, weil ja der Sitz frei ist, weil das Krokodil vielleicht das Billy gekauft hat. Krokodil sind so ein bisschen meine Lieblingstiere. Und Krokodil haben ja etwas sehr Hartnäckiges. Also wenn sie mal zubissen haben, lassen sie nicht mehr los. Und sie haben aber einfach etwas sehr unberechenbar. Sehr faszinierend, wie nach das Ring oder die Blutbären geht. Es hat im Ringe-Bildarchiv sehr schöne Bilder von Demonstrationen. Wir kommen zu den News von gestern. Es hat bei so Demo-Bildern schöne Forderungen, mehr Lohn, wer kann da dagegen sein? Oder auch sehr gute Fragen hier. Tust du gerne demonstrieren? Ja, die Black Lives Matter, die habe ich sehr gut gefunden. Ich finde, die jungen Klimademos machen sie wirklich sehr gut. Hey, ich habe hier Demos aus den letzten 60 Jahren, sagen wir mal. Du könntest mir euch sagen, gegen oder für was hier demonstriert wird. Ich finde, das ist das kleine 1x1 vom Demorat. Das müsst ihr schon wissen. Also gut. Ah, ja. ist es ausländerfindlich? Oder? Ah, nein, hing ist noch so ein Ehepaar. Ist es gegen Homosexualität? Gegen Homo-Ehe? Nein, für Änder. Ja, stimmt, aber es könnte andersrum auch verstanden werden. Ja, das sind also zwei Männer, jetzt gesehen. Genau, ja. Das, was eingeblendet ist, ist jeweils die Original-Bildlegende aus dem Ringe-Archiv. Da hier? Es scheint da entweder wieder ein links Anliegen zu sein. Ja, da unten. Schließt die. Was heißt es? Rettet die. Es ist übrigens ein recht klassisches Kinderanliegen, könnte man jetzt vielleicht mal sagen. Gegen die Schule? Nein. Delfinar? Da kämpft jemand um seine Existenz. Voilà, unzufriedene Eierproduzenten. Erfolgreich demonstriert. Ja, ja. Und hier geht es weiter mit Eier. Die haben da fein säuberlich bei der Tramschiene ihre Eierkarton montiert.
Das hier ist die gleiche Demo. Das ist so ein Flughafen-Tower. Ja, genau. Zürich Flughafen, ich kann mal abdecken dort, boykottiert die. Ja. Aeroflot. Oh, ja, das ist die russische Fluggesellschaft. Was könnte das? 68, Prager Frühling. Gegen sowjetische Einmarsch in der Tschechoslowakei. Protest. Und hier sind wir beim Bahnhof, also Löwenstrasse Zürich. Dort ist der Hauptsitz von der Aeroflot Switzerland. Und jetzt wird da heftig, werden da Eierabfassaden hergeschossen. Sicher nicht, okay. Ja. Hey, Matto, was machst du eigentlich an Weihnachten? Ja, das, ja. Ja, hey, das war ja eigentlich auch schon fast gewesen. Wir haben hier noch eine Auflösung von, ja, du siehst es jetzt gerade, Says Who heisst das. Wir haben wieder wunderbare Einsendungen bekommen. Das hier war die Aufgabenstellung, was sagt A, was sagt B. Wir präsentieren folgende Lösungen. Das hier ist von der Margrit Ambühl aus 4468 Kienberg. Die Lösung kommt von Patrick Klosinger aus Biel. Das ist von der Ursula Landamann aus Kessin. Wir danken sehr herzlich für die wunderbaren Einsendungen. Das war es eigentlich schon. Matto, Serjan, bist du da gewesen? Merci, Matto, bist du auf Besuch gewesen? Wir sehen uns im... Das war Fotagogo 5e Emission, Edition. Das war es wieder. Matto, merci, bist du auf Besuch gewesen? Hat es dir gefallen? Ja, ein bisschen enttäuscht über mein Demo-Wissen, aber ich tue schon. Sehr gut. Wir sehen uns im Januar wieder mit Special Guest Patti Basler. Und Fotogogo wünscht euch eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch. Ich singe noch mein Lieblings-Weihnachtslied. Ich kenne es zwar erst seit einem Monat. Das heisst Sleigh Ride. Just hear those sleigh bells ringeling, ting-ting-a-ling-a-ling too. Come on, it's a lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's a lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go for the show. We are riding on a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand. We're riding along with the song of a wintry fairyland. Just hear those sleigh bells ring-a-ling, ting-ting-a-ling-a-ling too. Come on, it's a lovely weather for a sleigh ride together with you. Tschüss, Matto.